Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Top 5 Ausgabe des Spielraum Wiens. Bei mir in voller Schönheit der Herr der Karten, Patrick Portele und mein Freund Matthias. Hallo, servus. Ich habe kurz überlegt, ob du jetzt wieder irgendeine Frechheit sagst. Nein, heute nicht. Und heute geht es um unsere Top 5 Strixhafen-Karten. Akademie der Magier. Jawohl. Naja, wenn Respekt. Der Herr der Karten immer Deutsch spricht, muss er aber mitmachen. Ich weiß da nicht den Namen nicht auf Deutsch. Ich auch nicht. Ich würde sagen, der Patrick beginnt. Jawohl. Mit einer deutschen Karte. Ja, mit meinem Platz 5. Eine weiße deutsche Karte. Der Leoniden-Lichtschreiber. Okay, ja, sehr schön. Naja, du wolltest es so. Das ist der Magecraft-Typ, der alle pumpt. Ja, genau. Das ist der Leoniden Lightscribe, heißt er auf Englisch, also eh offensichtlich die Übersetzung. Ist der 2 Mana, 1 2-2, glaube ich sogar. Ja, alle zwei, ja. Plus 1 für jeden Magecraft Spell. Hat er irgendwo Impact gemacht bis dato schon? Ja, es gibt Limited ist er schon gut. Nein, es gibt halt im Mono Weiß, gibt es diese. Mein Format Mono Weiß, ja, da ist er gut. Im Standard gibt es das Mono Weiße Deck, wo sie teilweise spielt, das ist ein 1er Drop, den 0-1er. Hast du den nicht auf deiner Liste? Den habe ich nicht auf meiner Liste, ich habe stattdessen den auf der Liste. Viel besser. Ja, ich finde den nämlich nicht besser, weil der halt ohne Spells ein Trottel ist und der andere ohne Spells wenigstens noch irgendwas macht. Ein Löwe ist. Aber der andere wird da dem Modern nachgezockt, oder? Der 1er Drop. Wirklich? Ja. Schau, Modern geht so an mir vorbei, das ist leider traurig. Ja, also ich habe mich dann für den entschieden. Ich hatte beide auf der Shortlist und habe dann den auf Platz 5 gegeben, weil ich in den Impact eigentlich in Standard, was ich halt spiele, in Modern halt nicht, ja, größer finde. Sehr schön. Finito. Ja mein Platz 5 ist, ich habe keine Ahnung, wie der deutsche Name ist, Quantrix Apprentice. Quantrix Lehrling, weiß ich nicht. Zauberlehrling. Quantrix Zauberlehrling. Was macht jener? Jener, welcher kostet ein blaues und ein grünes Mana. Das wusste ich. Ebenfalls eine 2-2. Hat ebenfalls Magecraft. Deckt Karten auf. Aber genau, wenn du einen Spell spielst oder kopierst, kannst du. 5 oder? Nein, 3 Karten anschauen und davon eine Landkarte offen vorzeigen auf die Hand nehmen. Ja. Finde ich, ist einfach eine sehr coole Karte, macht Cantrips einfach nochmal sehr viel stärker, weil gerade auf dem Early Game deine Cantrips spielen musst oder willst, um Länder zu finden. Und wenn du den am Feld hast, kannst du mit dem die Länder nehmen und mit dem Cantrip dann den Spell. Abgesehen davon finde ich die Interaktion mit Ravenscrime einfach großartig, weil dein Ravenscrime dann einfach auf einmal im Idealfall einfach jede Runde Mindtwist ist und die Hand vom Gegner komplett zerstört. Weil du machst halt Discard, finde ich Land. Retrace, copy ich, finde ich Land. Retrace, copy ich, finde ich Land. Sehr schön. Ja, musst du viele Länder im Deck haben. Ja, musst du viele Länder im Deck haben. Fertig. Und er ist in den richtigen Farben. Fertig. Sehr schön. Ich habe besten Farben. Mein Platz für Sachen in der richtigen Farbe. Elite Spellbinder. Mhm. Finde ich eine sehr schöne Karte. Mag ich sehr gerne. Dammer der Rosa wird zustimmen, dass das eine sehr schöne Karte ist. Na, die Karte finde ich eigentlich ziemlich reidig, aber. Die Karte an sich finde ich sehr gut. Ich spiele sehr viel Modern. Ich finde den Modern sehr gut. Okay. Es ist einer der besten Freunde von Eldrazi Displacer mittlerweile in meinen Listen. Mhm. Wer in deinen Listen ist kein Freund von Eldrazi Displacer? Wenige. Der ist der Handreicher. Ja. Der Leo Wolf des Modern-Formats. Eldrazi Displacer also ist super gut. Du kannst die ganze Hand zerstören. Du kannst Sachen machen, die du in Modern nie machen konntest. Mhm. Also ich finde den... Du hast offensichtlich nicht genug Hirnmaden gespielt. Ja, ja, denen kann man Hände auch zerstören. Das ist du möchtest also den amtierenden Weltmeister mit Hirnmaden vergleichen. Ich verstehe deine Analogie. Wunderschön. Na, die Karte ist echt gut. Macht auch einen guten Splash in Standard, in den Mono-White-Decks. In den Descent-Text-Listen. In Legacy habe ich es ein paar Mal gesehen, ist aber erst im Ausprobieren. 3-1 haut halt gescheit hin, muss man sagen. Mhm. Fliegt halt. Ja. Vor allem. Ist halt so, die wenn Dillian halt bisschen, ja. Wenn der Flash auch noch hätte, dann wäre er Top-Tier. Ja. Die ist super gut. Platz 4 ist auch ein Zauberlehrling, aber es ist der Blütenwelk-Zauberlehrling. Jetzt müssen wir wissen, was Blütenwelk ist. Witherbloom, genau. Der das grün, einzige, ich weiß. Der grün-schwarze. Primär wegen, auch wegen, obviously wegen Magecraft und primär wegen Legacy, weil es da halt schon Decks gibt, die einfach die an Gegner anfangen herumzusaugen mit ihren Spells. Das gefällt dem Patrick. Das gefällt dem Patrick. und natürlich kann man auch combon, wobei ja, das finde ich weniger cool, aber ich finde einfach diesen immanenten Value, die diese Karte erzeugt, sehr cool. Und welcher Legacy. Für mich sind so Legacy und Standard die zwei größten, an denen ich die Karten bewerte, mehr oder minder. Und die ist für Legacy relevant, deswegen hat sie da jetzt für mich
einen Nod bekommen auf Platz 4. Kauft euch ein paar Pflaster Storm, sie werden noch sehr teuer werden. Das ist eine gute Karte. Ja. Mein Platz 4 ist Solve the Equation. Ich bin grundsätzlich bekannt dafür, ich spiele gerne Combo und ich habe gern Tutoren. Und ich bin ein großer Freund von diesen Tutoren, die ein bisschen eingeschränkt sind in der Verwendung. 3 Mana ist für Highlander auch gerade an dem Sweet Spot, dass er noch spielbar ist. Ich vergleiche es gerne mit Fabricate, die Karte, was auch in den richtigen Decks einfach ein wirklich guter Tutor ist. Und Solve the Equation ist einfach genau die gleiche Schiene. Kann unter anderem zum Beispiel, wenn man den Quandrix Apprentice auch im Deck hat, Ravenscram finden. Du kannst natürlich einfach Force holen, aber auch Sachen wie Chain of Smog zum Beispiel, wenn man andere Kombos spielen mag, findet einfach jede Menge diese Karte und finde es einfach super gekostet. Ja. Also das Fabricate für Instant und Sorceries. Sehr schön. Mein Platz 4, und ich kenne den Namen sogar in Deutsch, die Fraktur oder auf Englisch Fracture. Ja. Beim Spoiler-Alarm gesagt, jeden schwarz-weißen Removal-Spell nehme ich mit Handkuss. sehr spannend, dass er sich in Vintage durchsetzt, immer mehr, weil du einfach die Artefakte zerstören kannst, was immens wichtig ist. In Legacy im Sideboard, im Modern im Sideboard, in Standard auch relevant. Wenn es in jedem Format gespielt wirst, bist du anscheinend gut. Nicht? Ja. ja, weiß nicht. Basic Planes. Da bist du ein Hater. Mein Platz 3 ist wieder aus der Legacy-Abteilung daheim, und zwar ist die Schilfmoorhexe. Die ist in Modern auch gut, möchte ich bitte sagen. Glaube ich. Im Spoiler-Alarm habe ich gesagt, ja, die ist schon okay, aber die ist schon wirklich okay eigentlich, weil dieses drei Leben zahlen, also gerade in Legacy habe ich da schon sehr witzige Sachen gesehen. Du castet sie halt, der Gegner macht das Removal drauf, zahlt die 3 Leben, du counterst das, dann muss er gegencountern, dann hast du schon mal einen 1-1er kriegst. Wenn er nicht gegencountern kriegt, hat er 3 Leben, zahlt er nichts kriegt, du hast auf einmal 4 Power an Bord. Wenn es der nicht removed wird und du spielst nochmal Spells, hast du auf einmal 5-6 Power an Bord, und wenn es dann doch irgendwann stirbt, bleiben dann auch immer sicher 1-2 von diesen 1-1ern über, die auf den Gegner reindreschen, und gegen das Control-Deck sind dann auch die 1-1er lästig, weil dann braucht er entweder das nächste Removal oder irgendwas, weil er eh keine Kreaturen hat. Die kann so ärgerlich sein, und ich habe auch schon Board-States gesehen, wo ein Spieler 10 solche 1-1er hatte, weil das Spiel einfach gedauert hat, und ja, das ist natürlich auch dann schon sehr witzig, weil wenn die sterben, saugen die halt auch wieder. Das machen Leben, aber es ist auch gut genug. Nicht schlecht als Leben verlieren. Ja, ja, genau. Mein Platz 3 ist Expressive Iteration. Finde ich, ist eine unendlich gute Karte. Letztens mit dem Markus wieder gespielt. Er hat Tendere immer das Land mit der gefunden, muss man sagen. Das macht sie gleich noch viel besser. Also es ist definitiv kein 2er-Drop, meiner Meinung nach, sondern ein 3er-Drop. Mhm. Da wirst du halt dann 3 spielen, ein Land exilen, das du dann gleich legen kannst und einen Spell nehmen. Und im Late Game kannst du einfach 2 Spells nehmen. Das ist einfach eine wirklich, wirklich gute Karte. Wird in Standard gespielt, in Historic. Ich bin mir sicher, dass sie in allen älteren Formaten auch Einzug halten wird. Legacy für 2 Mana ist wahrscheinlich zu teuer, aber wird definitiv, glaube ich, auch im Modern spielbar sein. In Highland auf jeden Fall. Jetzt schon ein Staple, meiner Meinung nach. Also großartige Karte. Wunderschön. Ich habe auch ein Staple in allen möglichen Formaten auf Platz 3. Witherbloom Apprentice. Speziell in Legacy. Eine wundervolle Karte. Heilender Commander, wo du einfach mit Chain of Smog den Gegner auskombost. ich glaube, der wird in Modern auch noch kommen, weil eben dieses, wie der Patrick das so schön nennt, am Gegner saugen, genau dort auch genauso gut sein ist. Also Sultai, ich weiß nicht, gibt es eine andere Bezeichnung schon, oder ist noch immer Sultai? Ist immer noch Sultai. Okay, Gott sei Dank. Bug. Bug, ja. Bug Sultai. Glaube ich auch, dass da Delver-Decks möglich sind mit der Karte. Mhm. Auch eben, weil eben Pflasterstorm nicht in Modern ist. Also Leute, kauft eure Pflasterstorms, ich wiederhole Modern, mich. Ne? Ja, ist in Modern, Modern Horizons. Horizons 1. Ja. Also und wenn du wirklich damit Witherbloom Apprentice an Bord hast und mit Pflasterstorm counterst, dann steh einmal auf, klatsch für dich selber, setz dich wieder hin und die Sache hat sich erledigt. So mache ich das zumindest. mein Platz 2 war schon beim Christopher auf der Liste, ich finde ihn sogar noch besser, und zwar ist der Elite Spruchblocker. Furchtbarer Name. Ja. Naja, Victor Paulo D'Amor da Rosa hört sich auch nicht besser. Er ist Spellbinder und im Deutschen ist er der Spruchblocker. Mhm. Ja. Warum ich so nicht so hoch, kommt jetzt aus dem Standard, also von den 9 Karten finde ich das die lästigste, wenn ich gegen die spiele. Die hat mich schon so viele Games gekostet. Obwohl du dran gesagt hast.
Nein, in Standard sage ich halt nicht, aber okay. Jetzt spiele ich kein Magecraft. Aber spielst du in Standard immer noch dein Mono Schwarz Ugin? Ich spiele momentan. Ich habe Rouges spielt er. Ja. Also ich habe sehr viel Jeskai und Prismari gespielt und sonst bin ich noch immer Rogues. Rouge, viel. Warum er das nicht ordentlich sagt? Mono Black Ugin habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Okay. Traurig. Aber das Spellblocker ist halt gegen alle diese Decks lästig gewesen immer. Weil der erste ist schon mal lästig, weil er halt dich verlangsamt und wenn er vielleicht einen zweiten hat, dann ist es meistens Schicht im Schacht. Vor allem, wenn du keinen Mass Removal hast. Ich glaube, für das Ugin-Deck wäre es noch das wenigste schlimm. Das ist am wenigsten schlimm, wenn ich da so viele Spot und Mass Removal habe. Aber diese anderen Decks, die ich halt spiele, haben halt alle nur ein bisschen Spot Removal immer nur so. Und dann nimmt halt das eine Spot Removal, dann kann ich das halt nicht mehr casten, dann muss ich ein zweites finden und so weiter. Und das ist halt echt übelst. Und deswegen finde ich die Karte richtig, richtig gut. Also, und gerade auch das Fliegen, dieser 3-1 Fliegend, ja, der haut dich dann halt. So wie der Vendilling klickt früher. Seit Vendilling klickt. 3-1 Fliegend ist ein Threat. Ist ein Threat, ja. Und die Decks, die das spielen ja sonst auch noch Kreaturen, ja. Ist ja nicht das Einzige, was auf Board committet. Also eigentlich, da gab es diesen Efreet schon, den man flickern konnte aus Tempest oder so. Da gab es so ein Deck, das hat nur Counterspace gespielt und den Typen einmal, das war auch so ein irgendwas X1er Flyer. Also seitdem eigentlich schon. Okay, mein Platz 2, Witherbloom Apprentice. Ich glaube, es ist schon genug darüber gesagt worden, nachdem wir ihn alle auf der Liste haben. Und wieder wohl gut sein, ja, vor allem wenn man anschaut, wir haben doch oft unterschiedliche Karten auf den Listen, aber den haben wir alle drauf. Wirklich eine wirklich starke Karte, die kommen mit Chain of Smog offensichtlich der Grund, warum ich ihn oben habe, weil im Gegensatz zum Patrick will ich nicht einfach nur den Lightning mit Deppert saugen, sondern sie einfach gleich umhauen. Ja, halt so lange saugen, bis umfallen. Du musst es aussaugen, halt, kaputt schlagen. Saugen, das saugt er trotzdem. Finde ich es einfach super, ja. In Legacy spielbar super Combo und in Highlander wird es auch gespielt werden. Mhm. Ja, was wird auch in Highlander gespielt? Mein Platz 2, Vanishing Verse. Ich sag, schwarz-weißes Removal nehme ich jeden Tag. Karte? Was? Exile Target Monocolored Permanent. Ah. Ein schwarzes, ein weißes. Werst des Verschwindens. Ja. Das ist eine so gute Karte. Und der Patrick und ich raunzen schon seit Jahren, dass mein schwarz-weißes Removal wohl ein gutes. Jetzt haben wir eins bekommen und mit Fracture sogar zwei. Ja. Ich glaube auch, dass ich die Karte in Standard und Modern auf jeden Fall durchsetze. In Highland ist sie auf jeden Fall spielbar. So Exile nur eine Monocolored Karte. Ja, genau. Ein Permanent. Monocolored Permanent, ja. Und also kann nicht Deathrite Shaman sein. Das ist für mich immer gleich die erste Bar. Kann es Deathrite Shaman kaputt machen? Nein, das kann es nicht. Aber und Witherbloom Apprentice nicht. Aber zum Beispiel Vendilling Click. Aber Vendilling Click, ja. Ja, ist halt einfach ein gut gekosteter Removal Spell. Und gut gekostete Removal Spells zahlen sich aus zu spielen. Christoph Apostel. Also ich sage es jetzt ganz ehrlich, weil gerade das Thema ist, ich habe ihn nicht auf meiner Top 5, auch bei meiner Hall of Mansion. Weil du wusstest, dass ich ihn habe. Erstens, weil ich wusste, dass ich ihn habe, und andererseits, weil ich... Das ist Metagaming immer. Ich war schon sehr gehypt wegen der Karte, ja, im Vorfeld. Und irgendwie, ich meine, ich habe sie selber noch nicht gespielt, vielleicht auch deswegen, weil, ja, im Online-Magic spiele ich sie momentan einfach nicht in den Farben und im Paper-Magic existiert nicht. Aber ich momentan... Ich weiß nicht, ich sehe sie halt nicht, dass sie gespielt wird. Und das finde ich super sad. Deswegen hat sie es momentan noch nicht auf meiner Liste geschafft. Ja. Wo ich die Karte per se noch immer geil finde. Ja, eben als einfach Ortsaufspieler. Ja. Honorable Menschen. Bitteschön. Da kann honorable ich weiter. Männer, ja. Honorable die Männer. Ehrenhaften Männer. Die ehrenhaften Männer, also wir drei. Da kann ich auch gleich drei Menschen dazu machen. Zwei davon waren nämlich schon. Das eine war die Fraktur von diesem Mann. Wunderschön. Wunderschöne Karte. Das andere war die ausdrucksvolle Iteration von diesem Mann. Wir kennen uns halt aus, oder was soll man sagen? Und die dritte Karte, die noch niemand gemacht hat, habe ich wenigstens noch was Neues, ist Velomachus Kundhort. Ah, das ist der Cellophant, oder? Dann kann ich der Cellophant machen. Nein, das ist der Lord. Das ist der fette Drache. Der rot-weiße. Ja, ich weiß nicht, genau. Der Cellophant Chef. Genau, ich habe ihn deswegen drin, weil es ihn sowohl in Standard als auch in Historic, ich weiß, Historic ist eigentlich ein Format, das wir mehr ignorieren, weil es halt kein Paper-Format ist und wir uns eigentlich nur auf Paper-Formate halten. Aber in beiden Formaten kannst du halt mit ihm witzige Kombos machen. Und Historic ist auch schon viel besser. In Historic ist natürlich viel besser, weil du kannst Time Warp casten. Ja, ja, sehr lustig. Drum ist er auch meine erste Honorable Mention. Habe ich auch auf meiner Honorable Mention. Ist einfach ein leibender Drache und der beste von den... Ah, nein, er ist der zweitbeste, weil den anderen habe ich auch noch auf der Liste, nämlich Galaseth Prismari. Das finde ich der beste. Der hat so ein bisschen so Ursa-Vibes. Er macht halt nur einen Treasure-Token und nicht einen fetten Beater, aber dass deine Artefakte für Mana tappen können, finde ich einfach leibend. Mhm. Ja. Finde ich immer eine coole Karte.
Und Prismari Command ist meine letzte Honorable Mention. Habe ich das erste Mal gesehen und gedacht, so, aha, okay, ja, ganz interessant. Und dann ein bisschen dagegen gespielt und die Karte ist schon richtig gut. Dieses Treasure machen unterschätzt man einfach total halt, ja. Dass so out of nowhere einfach so Interaction vom Gegner kommt, weil es halt ein Instant ist. Und er sich dann einfach rampen kann auch und mehr Spells spielen, als du erwartet hast, ist schon sehr relevant bei der Karte. Ja. Also die finde ich richtig cool. Sehr schön, weil meine erste Honorable Mention ist Prismari Command. Haben wir das schön gemacht. Das haben wir richtig gut gemacht. Nicht abgespielt. Ich finde das eine super Karte. Ich stehe extrem auf Commands. Auf alle Commands, die es gibt in der Magic-Historie. Einfach, wenn du dir Sachen aussuchen kannst, ist das richtig gut. Und Matthias hat eh schon das meiste gesagt. Ich will gar nicht so viel dazu mehr sagen, weil es spielt selber damit. dann habe ich eine Karte, die wurde auch schon genannt. Sedge Moor Witch. Wie gesagt, ich bin da wieder sehr modern angehaucht. Ich habe die modern getestet. Die Karte ist ultra lustig. Ja. Ich freue mich immer, wenn diese kleinen 1-1-Trotteln herumgehen. Ich habe immer so Piepsstimmen im Kopf. Aber genauso fühlt sich es an für einen Gegner. Gegner live. Ja. Sehr geile Karte. Und eine Honorable Mention, die ich auch noch habe. Die Karte, glaube ich, wird noch kommen. Ist Silver Quill Silencer. Ist noch zu wenig gespielt worden, meines Erachtens, weil die Karte irrsinnig. Das ist der, das ist der schwarz-weiße Pseudo-Medley. Ah, der 3-2, ja. Okay. Ja, hat gute Stats. Ich glaube, dass der noch kommt, speziell eben im Modern-Format, aber ich glaube auch, dass der für Standard auf jeden Fall gut genug ist. Ja. Also generell glaube ich, dass man von diesem ganzen Strixhaven mehr sehen wird, wenn die Rotation passiert ist. Ja. Weil die jetzigen. Also halt gerade Thronefell Drain und so, ist halt schon ein sehr starkes Format, sehr starkes Set gewesen, gerade mit den ganzen Adventures und so. Wenn das rausrotiert, glaube ich, wird sich das schon sehr massiv alles ändern. Ich glaube auch, dass Strixhaven eine Edition ist, so wie Ikoria, wo du einfach mehr damit spielen musst, damit du checkst, was da wirklich passiert. Weil Throne of Eldraine war so fast aufs Auge, die Karten sind gut. Du musst nicht viel, die Decks bauen sich selber teilweise. Du hast Brazen Borer, du hast Bonecrusher Giant, Lucky Clover, boom, die Bloodless Beast, zick, zick, zack, zick, Karten. Das leuchtet ein, aber das sind Karten, die baust du in Decks ein und dann siehst du erst, wo ist die Power, wo, in welches Deck gebe ich die Karte rein. Mhm. Und das ist eigentlich spannender, finde ich. Spannender, weil du Stuff probieren kannst. Ja, sicher. Halt, Special Mention Time. Oh, ja. An dieser Stelle möchte ich mich offiziell bei folgender Magic-Card entschuldigen. Resculpt. Danke dafür, dass du in unserer Commander-Partie Z-Halpa von Patrick Bordelek sein konntest. Meine Special Mention. gut, mein Platz 1 wurde schon zweimal erwähnt, was mich ein bisschen traurig stimmt, aber ich kann trotzdem noch was dazu sagen. Nämlich ist der Prismari-Befehl. Du kannst es zumindest auf Deutsch sagen. Ja, genau, ich kann es zumindest auf Deutsch sagen. Und wer die letzten zwei Deckchecks von mir gesehen hat, die letzten Standard-Deckchecks, der hat in beiden 3/4 Prismari Commands gesehen. Und das ist einfach eine. Ist das deine Lieblingskarte? Und es ist auf jeden Fall für mich momentan die meistgespielte Karte in dem Format. Und sie macht also sicher der beste Command von denen, die jetzt gedruckt wurden. Auf jeden Fall. Einfach aber mit Abstand, finde ich. Entschuldige. Was, ja. Entschuldige, aber bitte. Ja. Hagelt sie gleich aus. Was der Matthias nämlich gesagt hat, gerade in meinen Deckchecks habe ich auch sehr stark immer das unterstrichen, dass man das Treasure-Token ja uroft macht. Zwei Schaden schießen muss man ab und zu machen, einfach als Removal. Den Treasure-Token machen willst du immer. Und im Zweifelsfall kannst du auch immer Karten ziehen und dich halt durch die Bibliothek arbeiten. Und ja, wenn es da mal das Artefakt, das nebenbei abschießt, das ist halt alles gut. Und 3 Mana ist so super in der Kurve liegen und das Instant, also richtig, richtig netter Spell. Taugt mir total und ist also für mich überraschend, dass es jetzt auch, also von dem, wie der Spoiler-Alarm sich für mich angefühlt hat, ist es jetzt überraschend, dass es für mich der Platz 1 ist, aber so vom Gespielen her ist es einfach das, ja. Mein Platz 1 ist auch schon zweimal genannt worden. Trifft das die gleiche Kerbe wieder, wenn wir alle drei die Karte nennen, muss sie gut sein. Es ist Sedge Moor Witch. Finde ich es einfach eine großartige Karte. Ich habe hart versucht, keine Rares auf meiner Top 5 Liste zu haben, sondern den Honorable Mentions, aber die Karte ist einfach zu gut. Super aggressiv gekostet, die Menace Ability ist großartig. Die Tatsache, dass wenn der Gegner sie removen will, er auf jeden Fall einmal 3 Leben bezahlt, gibt er quasi so ein bisschen Pseudo-Haste. Die Interaktion mit Counterspace, wie der Patrick schon angesprochen hat, ist halt Banane. Geil. Wenn der Gegner Removal drauf macht und du counterst, das ist halt, ja, kann sich gleich eingraben gehen, hat 3 Leben gezahlt, du hast einen zusätzlichen 1-1er bekommen. Und du hörst, genau. Du hörst das jedes Mal, wenn der 1-1er kommt. Und es kombot auch mit Chain of Smoke, der gewinnt zwar nicht sofort im gleichen Zug, aber ja, wie viele Decks schlagen unendlich Kreaturen? Und wenn sie die unendlich Kreaturen schlagen, also weil sie killen können, dann kannst du sie unendlich Leben auch noch schlagen. Ja. Also finde ich es einfach eine super Siegerkarte. Sehr schön.
Mein Platz 1 war mein so Platz 1. Mein Platz 1. Sehr lustig, ich bin der Einzige, der das gewünscht hat. Ich bin auch der Einzige, der damit gespielt hat, glaube ich. Auf der Welt. Es ist Mila Crafty Companion oder Luca Wayward Bonder. In Wirklichkeit, beim Christopher glaubt man immer so, er sucht sich so die Engel aus dem Set raus. Nein, die Christopher schaut, wo sind die Hunde? Und da gibt es so, Hund. Aber der Hund ist schon ganz gut. Die Sache ist, ich habe diesen, ich weiß nicht, habt ihr den Hund jemals gespielt? Ich habe ihn sehr viel gespielt. Er spielt kostet doppelt weiß auf der Vorderseite. Ja, ich glaub, nein, gespielt. Nein, nicht. die Sache ist, dass ich ja eigentlich nur vom Hund begeistert war. Ja, und der Hund ist immer noch gut. Der ist 2-3 und der hat eine Pseudo-Leo-Volt-Ability. Der Hundervolt. Und beschützt deine Planeswalker auch, so mehr oder minder ein bisschen. Aber wenn dieser fucking Luca liegt, dann geht's erst richtig ab. Die Sache ist, dass du einfach... Du kannst discarden, musst aber nicht. Du tickst ihn rauf. Du holst dir was vom Graveyard wieder. Und jetzt kommen wir zurück in das Modern-Format, dass ich mir ein Obsidian Ghost Council hole. Beispielsweise, dass ich discarded habe mit Luca. Exile. Das so stecke, dass der Obsidian als erster checkt, dass er weg ist. Und dann checkt der Luca erst, dass er weg ist. Somit kommt der Obsidian nächste Runde wieder retour. Und was auch sehr schön ist, ist das Emblem mit Field of the Dead. Weil für jedes Land, das ich lege, mit dem Luca-Emblem schieße ich 2 Damage. Was noch viel lustiger ist, ist ein Luca-Emblem mit Field of the Dead und Primary Titan. Hatte ich auch schon, ja. In Highlander zwar. An dieser Stelle, Primary Titan ist eine gute Magic-Karte und Field of the Dead auch. Ja, wie gesagt, übrigens, und spielt Highlander, weil da kann man so eine geile Interaktion spielen. Also ich glaube, vielleicht täusche ich mich komplett, aber dass diese Karte noch Impact haben wird, weil beide Seiten relevant sind. Im Early Game der Hund, slash Fuchs, was er eigentlich ist, und im Mid- bis Late Game einfach dieser Luca, weil er eine Value-Maschine ist. Mhm. Dieser Luca ist einfach eine Value-Maschine. Das ist übrigens dieses Mana-Base von diesem Deck, dass du eine doppelweiße, doppelgrüne, doppelrote Karte spielen kannst und ein Land, das kein farbiges Mana macht. Schon nice. Ask me. Schon nice. Ja, das war's. Jawohl. Wolltest du noch was zu meinem Fuchs sagen? Nein, er ist What super. What does the fox will? Karakas. Kann man mit Karakas protecten, ist schon nice. Ja. Oder später bounce, um die Rückseite auszuspielen. Ich sage, der Fuchs schlässt Hund, Karnis, Lupus, ist schon gut, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, meine wundervollen Brüder, für diesen Austausch der Gedanken. Euch danke fürs Zuschauen. Postet eure Top 5 Listen drunter. Ich finde es jedes Mal lustig. Ich kommentiere nicht alles und ich herzahle nicht alles, aber ich lese alles. Ich verspreche es. Ich schwöre, Alter. Herzeln kann nur ich. Wenn ihr nicht geherzelt werdet, dann wisst ihr warum. Ja. Herzeln kann nur ich. Aber ich herze, also Top 5 Listen herze ich einfach immer, weil ich das geil finde und das auch immer lese. Freue ich mich immer. Könntest du dann Patrick sagen. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich könnt ihr wie immer liken, subscriben und kommentieren. Auf Facebook, YouTube, auf dem anderen nicht. Ihr könnt unserem Instagram-Channel folgen, ihr könnt unseren Discord-Server beitragen, ihr könnt uns im Spielraum sehen und ihr könnt euch einen Fuchs kaufen. Jawohl. Das auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Ciao. Könnt euch einen Fuchs kaufen? Ja. Hoppala, von der Maske kann ich nicht ablesen, was meine Wiesens da. Jo, ich hab da AstraZeneca, meine Top 5 Impfstoffe.